So, da sind wir wieder nach einer Woche YouTube-Pause zurück und mit einem speziellen Video. Heute gibt es nämlich unsere Roomtour. Wir zeigen euch, wie wir im Moment auf Koh Samui hier in Thailand wohnen, in unserem neuen Zuhause. Genau, und wir berichten euch auch noch, was wir an Miete zahlen und wie die Preise in den letzten Jahren auf jeden Fall angestiegen sind. Ja, das ist nämlich nicht ohne, aber dazu gleich mehr. Ja. Hallo, da seid ihr ja. Herzlich willkommen bei uns zu Hause. Kommt rein. Das hier ist unser Garten. Wir haben sogar auch einen Pool. Das ist das absolute Highlight für uns persönlich. Ja, hier haben wir auch noch zwei Liegen. Hier vorne geht es jetzt rein ins Haus und da steht man dann direkt in der Küche. Ja, und die ist wirklich riesig. Also das ist wie so eine Großraumküche, kann man sagen. Ja, die Küchenzeile ist mega. Ja, das Haus, das war oder ist komplett möbliert. Also wir haben es selber nicht eingerichtet, finden den Stil aber so wirklich schön. Es ist modern. Und ja, wie gesagt, hier haben wir eine voll ausgestattete Küche mit Spülmaschine, großen Kühlschrank, Eisfach, Backofen, Mikrowelle und einfach einer riesen Staufläche. In der Mitte von dem Raum haben wir hier einen riesengroßen Esstisch, wo 6 Leute Platz nehmen können. Also mega cool, wenn Freunde oder auch Familie zu Besuch sind. Und ja, hier hinten ist dann der Wohnbereich, also die Küche und Wohnzimmer sind nicht getrennt. Ja, die große Couch war hier drin, also wie gesagt, das war alles möbliert. Wir haben nur noch so ein paar Accessoires dazu gekauft, wie zum Beispiel diese Pflanze. Wobei das Bild auch schon drin war, ist aber nicht so 100% unser Geschmack. Ist, nee, ist okay. Ist aber in Ordnung, denn ansonsten war das Haus nicht sehr überladen mit Deko, was richtig cool ist. Von der Küche aus kann man dann direkt in das Hauptschlafzimmer gehen. Genau, das Haus hat 3 Schlafzimmer. Das hier ist das Hauptschlafzimmer, das größte Schlafzimmer. Und mit einem großen Bett dann, hier vorne kommt man zu unserer Terrasse. Wir haben dann noch diesen Sessel hier dazu gekauft und uns auch schon eine kleine Baby-Ecke eingerichtet für unseren Babyboy, der bald kommt. Also Wickelkommode, hier vorne kommt dann noch eine Federwiege hin wahrscheinlich oder ins Wohnzimmer, müssen wir mal schauen. Das hier sind Einbauschränke, auch sehr praktisch. Und sehr groß, muss man sagen, für thailändische Verhältnisse. Ganz viele Häuser hier, die haben super kleine Schränke und hier hat man einfach richtig viel Platz. Genau. Und dort hinter geht es dann ins Badezimmer. Da ist der Nachteil jedoch, dass es keine Tür gibt. Das ist halt wirklich wegen dem Duschen eigentlich nicht so schlau gemacht, aber ansonsten ist es wirklich auch ein schönes, großes Badezimmer. Ja, viel Tageslicht durch das große Fenster. Ja, wir haben hier einen riesen Spiegel, 2 Waschbecken, einen riesigen Schrank darunter. Ja. Und ja, hier habe ich noch so eine kleine persönliche Frauenecke eingerichtet. Auch richtig schön mit dem großen Fenster. Und ja, hier neben gibt es dann die Dusche. Da steht jetzt erstmal die Babywanne drin. Und dort neben ist dann die Toilette. So, hier ist jetzt unser Gästezimmer. Das ist das 2. Schlafzimmer vom Haus. Das haben wir komplett so gelassen. Also der Einbauschrank ist hier enthalten, ein Bett und jedes Schlafzimmer hat auch ein extra Badezimmer, was super praktisch ist, wenn man dann mal Gäste hat. Und hier kommen wir dann zu dem letzten Schlafzimmer, was wir umgebaut haben. Das ist nämlich ein kleines Home Gym geworden. Da wir ja jetzt im Sommer Eltern werden, haben wir gedacht, wir richten uns lieber ein kleines Home Gym ein, anstatt dann ins Fitnessstudio zu fahren. Das spart Zeit. Ja, hier haben wir auch wieder einen Einbauschrank, weil es, wie gesagt, vorher
das dritte Schlafzimmer war. Und ja, hier seht ihr auch noch das Bett, das wir abgebaut haben. Wir haben jetzt keine andere Möglichkeit, das irgendwo anders zu lagern. Deswegen steht das dann hier drin. Und ja, der Schreibtisch hier, der stand vorher im großen Schlafzimmer. Ja, deswegen ist es so ein kleines Büro und Gym geworden. Ja, Workout-Zimmer. Ja, genau. Was auch dann ganz praktisch ist, hier ist auch wieder ein Badezimmer. Das heißt, wenn man auf die Toilette muss, muss man nicht durchs ganze Haus laufen und hat die direkt hier nebenan. Und direkt auch die Dusche mit da drin. Ja. Kurze Unterbrechung für den Partner des heutigen Videos, das ist nämlich Anker. Anker hat richtig gute neue Produkte rausgebracht, wie zum Beispiel hier die Anker MacGo Powerbank, die schnellste magnetische Powerbank, mit der ihr euer iPhone genauso schnell laden könnt wie mit dem originalen Apple MagSafe Ladegerät, aber mit 15 Watt doppelt so schnell wie mit einer herkömmlichen 7,5 Watt Powerbank. Als Beispiel könnt ihr euer iPhone 15 Pro in nur 22 Minuten von 0 auf 25% laden und durch die 10.000 mAh kann es insgesamt 1,8 Mal geladen werden. Dran halten und schon sitzt alles und vor allem auch richtig fest und direkt beginnt der Ladezustand. Das Design ist nicht nur schön, wie ihr seht, sondern auch sehr klug, denn hier auf der Rückseite ist ein kleiner Standfuß integriert, wodurch man die Powerbank aufstellen kann und dann das Smartphone vertikal oder horizontal zum Laden anbringen kann. An der Seite befindet sich ein informatives Smart Display, welches unter anderem den Akkuzustand und die verbleibende Ladezeit anzeigen kann. Ein anderes richtig gutes Produkt ist die kabellose Anker MacGo 3-in-1 Ladestation und die macht euer Leben wirklich leichter durch einfach das 3-in-1 Feature, denn sie ist faltbar, klappbar. Hier oben könnt ihr jetzt das iPhone zum Laden wieder anbringen, natürlich wieder magnetisch, es passt perfekt. Dann könnt ihr hier oben auf dem Pad quasi eure AirPods laden und unten drunter in dem tollen Design perfekt integriert ist noch der Ladeanschluss hier für eure Apple Watch. Super klein, super leicht, ist so von der Größe her ungefähr wie eine Apple Magic Mouse und leicht wie ein iPhone 15 Plus und auch hier lädt die Station euer iPhone wieder genauso schnell wie das originale MagSafe Ladegerät und doppelt so schnell wie herkömmliche kabellose 7,5 Watt Ladegeräte. Die Ladestation nutzt zudem die offiziell Apple zertifizierte Schnellladetechnologie, dadurch kann auch die Apple Watch super schnell geladen werden und die Apple Watch S9 lädt zum Beispiel in 30 Minuten bis auf 47%. Der größte Bonus, egal ob zu Hause oder auf Reisen, ist natürlich, dass ihr wirklich viele Geräte gleichzeitig laden könnt. Ihr braucht also nicht viele verschiedene Ladegeräte, sondern nur dieses eine für die Apple Watch, für das iPhone und dann auch für eure AirPods. Das sind nur zwei der neuen und innovativen Anker MacGo Produkte für blitzschnelles Laden. Mehr Informationen, alle weiteren Produkte findet ihr über die Links unten in der Videobeschreibung und im angepinnten Kommentar. Ja, wir haben uns jetzt den ersten Monat hier eingelebt und wir fühlen uns einfach extrem wohl. Es ist schön, einen eigenen Pool zu haben, draußen so einen eigenen Sitzbereich und es ist einfach richtig ruhig hier und das fühlt sich mega gut an und das ist einfach so auch so ein Traum, den wir hatten, so ein kleines Nest zu finden, wenn dann das Kind kommt, das Baby, dass wir einfach ein ruhiges, eigenes Zuhause haben und ja, sehr, sehr schön. Das hat auf jeden Fall funktioniert, denn ja, wir hatten natürlich auch wieder eine ganze Zeit lang verschiedene Angebote durchgesucht und uns auch einige Häuser angeschaut und jetzt haben wir wirklich mit diesem Haus hier das beste Angebot für die jetzige Zeit auf jeden Fall gefunden. Definitiv. Also es ist auf jeden Fall deutlich teurer geworden als vor Corona. Ja, oder auch während Corona. Während Corona sind die Preise ja so extrem eingebrochen. Das war echt eine sehr, sehr schöne Zeit, muss man sagen, von den Preisen her. Dass es dann wieder teurer wird, hatte man sich gedacht, aber die Preise sind jetzt danach einfach extrem und ins Unermessliche gestiegen. Das ist schon wirklich heftig teilweise, aber ja, so ist es leider im Moment. Genau, also wie viel Quadratmeter haben wir jetzt hier? Wir haben 145 Quadratmeter Wohnfläche und ja, also auch das Raumgefühl, wenn man drin ist, das fühlt sich groß an, es fühlt sich sehr schön an. Ja. Aber für diese 145 Quadratmeter zahlt man dann auch eine ganze Menge mittlerweile, denn wir liegen jetzt bei 86.000 Baht. Das sind um die 2.200 Euro, ich glaube gerade so nach dem Umrechnungskurs 2.190 Euro. Und da kommt aber noch drauf Wasser und Strom. Genau. Und alles in allem liegen wir so bei 2.300, 2.400 Euro, je nach Verbrauch halt. Und ja, das ist definitiv nicht wenig Geld. Ja, also es kommt natürlich darauf an,
wie viel Klimaanlage man benutzt. Wenn es sehr heiß ist, dann läuft die auf jeden Fall schon mal tagsüber mehr, gerade auch wegen mir, gerade in der Schwangerschaft. Ja. Ansonsten haben wir aber natürlich auch einen Garten, einen eigenen Pool und wir haben deutlich krassere, schlechtere Angebote hier auf Koh Samui gesehen. Ja. Also für Häuser, die deutlich kleiner waren, die dann umgerechnet 3.000 Euro im Monat kosten sollten oder noch mehr. Es war wirklich fast nichts mehr auf dem Markt und wir sind froh, so ein modernes Haus gefunden zu haben, weil das ist hier auch nicht so der Fall, so gang und gäbe, sage ich mal. Ja, es ist nicht so normal. Also manchmal hat man auch ein Problem einfach, man findet solche Häuser schon häufiger, aber viele sind auch sehr, sehr abgewohnt oder die werden nicht gepflegt und das Ding ist jetzt hier, ich glaube, 2,5 Jahre alt, es sieht so gut aus wie neu, also da kann man definitiv nicht meckern. Es riecht auch richtig gut hier drin. Nicht irgendwie so Probleme, dass die Klimaanlagen total verschimmelt sind, was man häufiger hat, wenn die nicht gewartet werden. Und es ist schon teuer, wie gesagt, aber dafür hat man aber auch einen guten Gegenwert, definitiv. Für Thailand ist es auf jeden Fall teuer, da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Ja. Man muss aber auch bedenken, dass wir hier auf einer touristischen Insel leben, wo die Preise erstens mal angestiegen sind, wo es aber auch eine gute Infrastruktur gibt. Und ja, wenn man natürlich jetzt außerhalb von touristischen Gegenden was mietet, gerade ländlich in Thailand, kostet es deutlich weniger. Das ist auf jeden Fall Fakt. Ja. Aber ja, wie gesagt, die Preise sind enorm angestiegen. Gerade auch auf Koh Phangan ist es noch teurer als hier geworden. Das ist ganz krass. Also da haben wir zum Beispiel ein Beispiel. 10 Tage in einem kleinen Bungalow, also jetzt nichts Modernes, sondern so ein ganz einfacher Standard-Bungalow. Ja. Da nehmen die in der High Season 2.500 Euro für 10 Tage. Das also da kommen wir schon gut weg hier mit einem eigenen Haus. Ja. Ich denke auch, teilweise ist das auf Koh Phangan zum Beispiel so extrem, weil da ist ja diese ganz bekannte Full Moon Party. Wenn die ist, dann ist eh Land unter. Also da kommt man fast irgendwie nicht mehr daran, mal was zu mieten. Alles ist ausgebucht. Ja. Und dann knallen die Preise richtig durch die Decke. Aber generell, wir haben ja viele Freunde auf Koh Phangan wohnen, die teilweise auch nach neuen Unterkünften gesucht haben nach Corona, weil da, wo sie gewohnt haben, sind die Preise auch extrem erhöht worden. Und ja, viele davon hatten extreme Probleme, was zu finden, wo man sagt, okay, Preis-Leistung, das passt irgendwie. Dass die Preise wieder hochgehen nach Corona, war klar. Aber es gibt halt Unterkünfte, das ist dann nicht so 3-4-fach hochgegangen, sondern 6-fach und. Und ja, also man kann irgendwo immer noch Glück haben, dass man mal so eine Perle findet. Sowas wie das hier, denke ich, das, ja, kann man mit Glück so bei 1.600, 1.800 Euro finden. Das ist aber sehr, sehr selten. Und meistens sind die Dinge einfach über Kontakte schnell vergeben, dass einer sagt, ey, ich ziehe aus, willst du nach mir einziehen und. Es ist wirklich schwierig geworden und ja, wie Jesse schon meinte, so vor Corona waren die Preise definitiv ganz, ganz anders. Wir hatten damals ein Haus gemietet, da hatten wir 1.500 Euro Miete und von der Quadratmeterzahl war das vielleicht ein bisschen weniger als hier, hatte keinen eigenen Garten, auch keinen eigenen Pool, aber das nun mal so zum Vergleich. Aber das war dafür fast brandneu sogar, ja, genau. Da hatte vorher nur eine Person gewohnt, gut hier jetzt auch, aber das war dreistöckig und auch recht groß, muss man sagen, für 1.500 Euro waren wir uns glaube ich sogar fast gewesen. Genau, das also war ein richtig krasser Preis. Ja, wir wollten eigentlich auch nicht so viel ausgeben, aber wie gesagt, wir haben halt irgendwie nichts Besseres gefunden und dann ist es für uns auch in Ordnung. Ja. Das Wichtigste ist, finde ich einfach, dass man sich wirklich wohlfühlt. Jetzt hier vor waren wir in einem kleinen Condo-Apartment, war auch ganz nett, also wir haben da schon oft gewohnt, wir fühlen uns da eigentlich ganz wohl, aber nah an der Straße gelegen, dann wurden ein paar Bäume weggerissen und auf einmal hat man viel mehr Verkehrslärm gehört als vorher. Und das ist halt so ein Punkt, jetzt in der Schwangerschaft oder auch wenn dann das Kind da ist, das ist nicht ideal wirklich und deswegen haben wir einfach nach was Neuem gesucht. Möglichst im Grünen, mit Ruhe, eigener Pool wäre der dickste Bonus gewesen, den haben wir auch sogar jetzt hierbei. Und von daher, also wir sind mega glücklich, nur ja, die Preise an sich, also man zahlt lieber weniger natürlich. Aber wie gesagt, es ist super schwierig. Wir kennen zwar auch Leute hier auf der Insel und Freunde, die haben echt Glücksgriffe gehabt, die zahlen dann irgendwie so 1.000, 1.400 Euro für auch schönere Unterkünfte, aber das ist halt super, super selten. Und die waren einfach zu einer guten Zeit dran, das zu finden und ja, es ist einfach verdammt schwierig gerade. Gerade auch für langfristige Mietverträge, weil es halt einfach eine touristische Insel ist. Ja. Das muss man auch ganz klar dazu sagen. Aber nochmal ein Beispiel wegen der Kondo. Also da haben wir zum Beispiel monatlich so 800 bis 900 Euro gezahlt, was jetzt 50 Quadratmeter waren, kannst du sagen, ungefähr. 54, 52 vielleicht. Dann gab es noch ein Gym und einen Gemeinschaftspool, aber halt auch direkt an der Straße gelegen. Also das ist halt auch nicht mehr so günstig, gerade dann auch
auch zu der High Season kann das auch tatsächlich 1.500 Euro ja. kosten pro Monat. Ja. Und wir können eigentlich auch noch das Beispiel von dem Haus sagen, wo wir während Corona gewohnt haben, oder? Ja, genau. Das war auch ein ganz krasser Preis. Also die wollten damals vor Corona pro Monat 11.000 Euro haben. Das ist total ja. abnormal. Wirklich, ist so ein Riesenhaus gewesen, innen, die Innenfläche über 300 Quadratmeter mit Garten, 1.000 Quadratmeter. Ja. Das Ding war riesig, aber 11.000 Euro pro Monat, das ist halt richtig heftig. Seaview, also mehr Blick. Zu beiden Seiten, genau. Ja. Aber ja, während Corona haben wir dann auch 2.200, 2.300 Euro bezahlt, so um den Dreh. Waren dann, glaube ich, auch um die 2,4 waren es. Ja. Ja, wir hatten dann halt einen echt super Preis bekommen. Und mittlerweile geht das Ding wieder pro Monat zwischen 4.500 bis 6.000 Euro, glaube ich, über den Tisch. Und ja, da muss man sagen, ist der Preis nicht wieder so extrem angestiegen wie vor Corona, aber trotzdem halt sehr, sehr hoch. Ja. ja. Genau. So ist es. Und generell würde ich noch sagen, hier können wir uns sehr, sehr glücklich schätzen, weil wir haben eine große Küche, wir haben viel Stauraum in der Küche und vor allem wir haben Schränke. Auf Samui wird ganz, ganz viel gebaut, einfach für den Tourismus. Leute kommen, haben alles im Koffer drin, in ihrem Gepäck, laden davon manchmal nur wenig aus und deswegen werden viele Häuser so gebaut, dass sie kaum Schränke haben. Manchmal auch eine offene Schränke, ganz schmal, da kannst du ein paar Sachen reinwerfen und nicht mal deine Koffer. Und ja, sowas haben wir oft gefunden. Diese Sachen kosteten dann, oder diese Sachen, diese Unterkünfte, die kosteten dann teilweise auch viel weniger Geld. Aber da kann man halt nicht wirklich langfristig richtig gut leben, weil was hast du davon, wenn du dann deine Kleidung irgendwie überall rumliegen hast, weil du keinen richtigen Schrank hast, sondern so eine Nische irgendwie nur. Und das waren halt oft so Dinge, da hätten wir vielleicht auch was Günstigeres gefunden, aber das passt halt einfach nicht zum langfristigen Leben. Das ist für 1, 2, 3 Wochen Urlaub okay, total, aber für permanentes Leben, da muss man einfach so viele Abstriche machen und hin und her räumen und das fühlte sich dann nicht wirklich gut an. Ja. Und deswegen ist dann das hier geworden. Genau. So sieht's aus. Ja, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen bei den Preisen hier. Wie gesagt, wenn man jetzt einfach mal hier hinkommt und einen Monat hier leben will, einfach sich eine Auszeit gönnt, auch dann wird es wahrscheinlich schon schwierig, im Moment, vor allem bei der Hauptreisezeit, einfach spontan was Günstiges zu finden. Wenn ihr jetzt zum Beispiel wisst, für nächstes Jahr, da könnt ihr Glück haben, aber wirklich alles, was spontan ist und alles, was wirklich langfristig sein soll, das ist echt nicht ganz easy. Also da gibt es eine Menge Leute auf der Insel, die sich gerade darüber ein bisschen beschweren, wie sich da, wie sich alles geändert hat, aber ja, was will man machen? Es ist, wie es ist. Langfristig wohnt man hier eigentlich auch nicht zur Miete, sondern man besitzt was. Ja, ist auf jeden Fall die beste Wahl. Wenn man wirklich hier, also wir kennen auch viele, die hier wirklich ausgewandert sind und die dann im Endeffekt alle was kaufen. Ne? Ja, das ist eigentlich so gang und gäbe hier dann. Ja, spricht man mal, genau. So sieht es aus. Deswegen, weil man halt auch so viel Miete zahlt. Genau, wir haben jetzt für 2 Jahre einen Mietvertrag abgeschlossen. Mal schauen, was in der Zeit passiert. Ob wir vorher vielleicht ausziehen, ob wir mal was kaufen, was eigenes bauen. Das ist ja bei uns immer noch so auf dem Plan. Ja. Aber jetzt wird erst nur das Kind geboren. Dann leben wir uns da als Familie ein und dann werden wir sehen, wie alles kommt. Jetzt sind wir gerade einfach nur happy, dass wir hier sind und alles fühlt sich gut an. Genau, das wäre was Schönes sagen. Ja, das würde ich sagen als kleiner Abschluss vom Video. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so von den Preisen haltet oder wo ihr vor Jahren vielleicht mal hier wart, was ihr so gezahlt habt und wie ihr das Ganze so seht. Und wir sind gespannt auf jeden Fall, wie es sich weiterentwickelt, ob diese Blase irgendwann platzt, dass alles vielleicht doch mal wieder günstiger wird oder ob das einfach immer weiter steigt. Ich glaube eher das. Im Moment ist es schwierig abzusehen und Angebot deckt Nachfrage und umgekehrt. Genau. Wir werden sehen. Ja. In diesem Sinne würden wir sagen, bis zum nächsten Video. Da wird es wohl wieder, denke ich, einen ganz normalen Vlog geben, vermutlich. Wir werden sehen. Und ich sage einfach bis nächste Woche Sonntag. Bis dann. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.